Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Stevie. So, ich habe mit dem hier ein bisschen Herbizide weggebracht. Wir hatten wirklich 48.000, 32.000 habe ich zu unserem neuen Lager gebracht. Da konnte ich dann den Punkt Ballenlager nutzen. Musste ich sogar noch ein bisschen rausziehen, dass er auch wirklich ablädt. So, ich habe den jetzt zurückfahren lassen. Dich könnten wir eigentlich auch sperren. Ja, da kommt uns gleich wieder der Roboter entgegen. Was können wir denn noch verkaufen? So, Silage haben wir jede Menge, das wissen wir. Holzpellets, nur hier. Eine Pelletfabrik. Dann lasst uns die erstmal abholen. Oder können wir die danach abholen? Können wir erstmal was anderes verkaufen? Wir haben noch zentrale Werkstoffe Papier. Die gehen zum Baumarkt. Dann lass uns das doch erstmal machen. Papier. 300.000. Okay. Wieder zu spät. Dass wir uns vielleicht noch ein paar Felder kaufen können, sobald die Multifrucht raus ist. Die eine will er schon wieder nicht. Ja gut, dann nehmen wir dich jetzt einfach hier. Nein. Dann packen wir die einfach wieder rein. Fertig aus. Jetzt. Bei Honig hatten wir auch schon die Probleme. Schnell. Weg. So, dann zum Baumarkt. Dann können wir nämlich von da aus dann zur Pelletsfabrik fahren, da 300.000 holen. Mal gucken. Holzpellets haben wir denn hier auch? Ups. Auch noch eine Palette rausgefahren. Lebensmittel. Welcher mit Honig hatte ich auch das Problem. Ja. Dass ich keine 300.000 wegbekommen habe. Irgendwie war da immer eine Lücke. Und du kannst dich mal auftanken. Ja. Hier müssen wir einmal aus dem Weg. Müssten wir auch leer werden. Leer. Komm, dann fahren dem Roboter vorbei. Dann soll er sich wieder auffüllen.
Einmal abladen, dann bitte zur Pelletsfabrik. Palettenausgang. Aber kommt nicht ganz so viel rum. Ach doch, waren doch schon 370.000. Sollen wir eigentlich Kalk verkaufen? Dann bräuchten wir den da gar nicht ausmachen und... Komm, verkauf mal. Kalk. Beim Kiesgrube. Kalkausgang. Wo ist denn jetzt? Fahr schon mal los. Ich guck mal eben, wo wir den besten Preis haben zurzeit. Kalk hier. Reifeisen und Fallen. Bester Monat wäre März. Ja, auf wir nehmen mal 60.000 weg und verkaufen den bei den Reifeisen. Dann sollte der ja oben rausgehen erstmal und dann März haben wir ja fast. Da können wir ja dann erst eine größere Ladung verkaufen. Wir wollen ja auch nichts wegschenken, also. So, einmal hier ran. Starten. Und Holzpellets. Können wir das so rum einfacher machen. Haben wir auch nicht mehr so viel. Stroh. Holzpellets sind jetzt... Wartung, Hackschnitzel noch 125.000. Und pack die mal ins Lager. Produktion, Werkstoffe, da werden sie. Könnte die auch jetzt verkaufen, aber ja. Wir haben über 10 Millionen, das sollte erstmal reichen. Dann können wir den auch zumachen. Gucken, dass wir da oben ein bisschen was wegkriegen. Damit nicht. Auch nicht. Hier zum Hof komme ich gar nicht. Dann müssen wir da mal hinspringen. So, dann nehmen wir uns hier mal den Glas und holen mal Schweinefutter.
jeweils eine Ladung, sollte dann auch verschwinden. Die Hühner kriegen dann noch Nahrung, dann haben wir das schon mal erledigt. Haben wir 3 Punkte schon wieder weniger. Ja, Roggen haben wir nicht mehr. Gerste, Malzfabrik haben wir zwar noch, aber ich würde die jetzt erstmal leer laufen lassen. Malz ist ja Gerstenmalz oder Weizenmalz ist ja nicht das, was ich verkaufen möchte. Also ich werde jetzt nicht die Produktion mit Gerste vollhauen, um dann Gerstenmalz zu verkaufen. Nee, daraus machen wir dann Bier und Bier verkaufen wir. Und Weizen können wir auch noch für was anderes benutzen. Ja, Dinkel haben wir, Mehlfabrik haben wir glaube ich auch nichts mehr. So, das ist die Donnerstagfolge. Also heute Abend sollten wir dann die neue Map bekommen mit den neuen Früchten. Ich werde aber dann noch eine Folge mehr aufnehmen für Freitag, weil ich Freitag nicht bis 11 Uhr irgendwas machen kann. Die Karte wird ja wahrscheinlich erst wieder so um 9, halb 10 kommen und dann muss ich sie mir ja selber nochmal einrichten und so weiter. Da werde ich dann nicht zu kommen. Dann werde ich für Freitag dann die Folgen für Samstag, Sonntag aufnehmen. So habe ich es geplant. So. Schweinefutter. Noch fast 200.000 hier. Dann fahren wir mal zurück. Da können wir vielleicht was anderes machen in der Zwischenzeit. Wäre raus. Schweinefutter, Futter Eingangs 1 erstmal. So, dann kann er erstmal fahren, weil wir hier haben wir ja auch noch einen, den wir füllen müssen. So, das sollte passen. Ja, ein bisschen mehr. So, jetzt Stroh. Und dann haben wir das perfekte Mischungsverhältnis, um den bisschen zu unterstützen. Du bist leer, richtig? Ja. Oh, jetzt sind Tomaten fast voll. Dann ab zu den Gewächshäusern. Dann können wir da auch noch ein bisschen was abholen und einlagern. Dann ist auch Kalk jetzt abgeholt worden. Ja. Auf dem Weg zu Reifeisen. Dann hatten wir dieses Jahr keinen Schnee. Werden wir jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr bekommen.
Dann können wir vielleicht noch ein paar Tiere zum Schlachter fahren. Welcher ist frei? Frei müsste frei sein. Dann kannst du nämlich wieder auf deinen Parkplatz. Ich werde noch mal noch mal 4 Paletten Zwiebeln abholen. Produktion angeschaltet hatten wir doch, ne? Die Reibekuchen, genau. Haben wir 80.000, ja gut, dann haben wir halb voll gehabt. Sollte auch ein bisschen reichen. Ja, sie gehen uns wahrscheinlich die Kartoffeln aus. So, war doch richtig. So, dann sollte das schon mal verschwinden, genau. Wir können dann Richtung Raffinerie wieder. Ist der LKW schon an uns vorbei oder kommt der noch? Aber da müsste er noch nicht sein, also da kommt der. Ach nee, dahinter ist er erst. Okay. Erst kommt der Futtermischwagen und dann kommt der LKW. Und er hat Kalk verkauft. 27.000. Ja. Kommen wir hier gleich auf Schweinestall Futter 2 gehen. Der ist bei der Gemüsefabrikpalette Ausgang. Da ist der kleine Sprinter. Brauchen wir den gleich nur noch starten. Nicht so nah dran.
So, dann können wir mal schauen. Er ist noch gar nicht da. Er auch nicht. Aber hier sollten wir aufpassen. Nehmen wir mal raus. Nicht, dass der Roboter gleich kommt. Und wir wieder den kompletten Stall zurück müssen. Ne? Scheint wohl noch nicht losgefahren zu sein. Das ist gut, dann kann der hier erstmal stehen bleiben. So, er holt diesmal Pilze ab. Vielleicht können wir hier noch irgendwas abholen. Blumenkohl läuft. Aber ist nicht genügend. Hier hatten wir Himbeeren, die hatten wir leer gemacht. Kürbisse, wie sieht's denn da aus? Auch leer. Tomaten. 140 raus. Dann gucken wir mal, was hier noch zu holen ist. Vielleicht ist ja einer kurz davor. Erdbeeren, ne. Salat auch nicht. Pilze schon mal gar nicht. Und Rotkohl, ne. Waren die Tomaten die letzten, die so gut gefüllt waren? Gut, dann fahren wir wieder zurück. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich nicht gleich zum Zentrallager fahre und dann irgendeine andere Meldung kommt. Deswegen einmal der Rundgang. So, du bitte Zentrallager Obst, Gemüse. Einmal. Kürbissuppe haben wir auch schon fast 60.000. Leere Holzkisten, Leerpaletten. Da haben wir auch ein bisschen mehr. Zwiebelsack. 4 Stück bitte. Okay. Alle drin. Und dann nochmal zur Kartoffelfabrik. Paletteneingang. Dann haben wir da 40.000. Das sollte erstmal reichen. So, du hast Kalk verkauft, genau. Ich weiß nicht, haben wir noch Dinkel auf Lager? Ich meine nicht mehr. Schauen wir mal, können wir doch auch hier gucken. Dinkel. Wo sind die Früchte? Da ist Luzerne. Dinkelmehl. Ich suche aber Dinkel. Mistkalk. Wo steht denn Dinkel? Dinkelmehl habe ich. Komm, dann gehen wir so mal zum Lager. Zack. Zoom. Nö. Nichts mehr da.
Gut, dann fällt das auch weg. Dann erstmal wieder zur Zentrallagerwerkstatt. Achso, dich müssen wir noch losschicken. Voll bisher mittlerweile. Eine volle Stunde ist noch nicht rum. Dann können wir mal schauen, wie viele Paletten ins Labor gehen, die auch befüllen. Musterei, Trauben, haben wir alles reingefahren, was wir hatten. So, wir können jetzt einmal wechseln und dann kannst du auch zum Zentrallager. Wir haben ja drei Paletten noch draußen stehen, die wir uns mal angeguckt haben. Aber die anderen werden jetzt nicht viel anders aussehen. So, dann müssen wir noch Hühnerfutter rüberfahren. Und dann sind die Tiere eigentlich wieder versorgt. 915, ja, hier haben noch ein paar Platz. Und hier auch noch über 100. Sind die Schweine eigentlich wieder voll geworden? Oder fehlten da? Sind voll. 1000 Tiere. Und hier auch. Sollten wir vielleicht mal massiv ausdünnen. Brauchen wir aber einen LKW. Aber wir hätten doch hier einen. Auch mal verkaufen, sonst fressen uns die Haare vom Kopf. Produktionsmäßig dürft ihr, oder ihr müsst ja nichts sein. Gucken, was für Schweinefleisch. So viel haben wir ja nicht, leider. Mischration. Nee, die geben wir lieber unseren Tieren. Der ist immer noch unterwegs, du bist aber da. Dann können wir dich jetzt eben hier vorne wegsetzen. Dann passt das schon. So, der andere ist auch angekommen. Dann ja, viel tanken brauchst du nicht. Dann kannst du gleich weiterfahren auf 6. So. Ich hoffe, es bleibt noch ein bisschen länger hell. Hier wird auch Schweinefutter oder wird hier Kompost produziert? Weiß ich jetzt gar nicht. Mein Kompost, ne? Wird zu viel. Die Liste wird ja immer länger. Kommen wir lieber hier rein.
So. Doch hier wird auch Schweinefutter produziert. Na gut. Können wir sperren. So, abhängen. Landfarmer Richtung Haupthof. Werkstatt. Dass wir da ein bisschen die Tiere machen. So, Schweine sind jetzt auch beide gefüttert. Können wir einmal raus und wieder reingehen. Dann haben wir das Lenkrad auch richtig. Mist, ist großer Kuhstall fast voll. Die werden ja nach dem Umzug weg sein. Dann stören die uns auch erstmal nicht mehr. Muss mal schauen, ob wir vielleicht noch irgendwo was hinliefern können. Vielleicht zum Kompost. Was nehmen wir denn? Weizen oder Gerste? Oh, Gerste. Komposter. Aus Mist läuft. Ja, 100.000. Wir kriegen nicht mal zwei Ladungen hier rein. Und die Felder sind ja soweit gedüngt. Oder könnten wir hier die Dann kriegen wir nur einen festen und dann sind wir wahrscheinlich zu hoch, richtig? Kann das sein? Ansonsten können wir ja noch mal die Wiesen düngen. Der Miststreuer steht ja hier noch. Wir mal gleich gucken, wenn ich den hier abgestellt habe. Der steht ja gleich hier vorne. Den erstmal voll. Ach nee. Machen wir ganz einfach mal. Den können wir ja gleich noch abholen. Die Wiese sieht doch hier wahrscheinlich genauso aus ungefähr, ne? Ja, ein bisschen, ja, würde fehlen. Wenn ich jetzt hier einfach sagen würde, lege ich mal los, mach mal ein Stück.
das überdüngt ist. Eigentlich schon. Stickstoff kommt dazu. Eigentlich viel zu viel. Obwohl wir ja gar nicht so viel machen, ist eigentlich schon zu viel für. Jetzt schauen wir mal pH, ne? Obwohl hier kaum hier ist. Stickstoff ist orange. Ja, 80. Und wir brauchen für nur 65. Deswegen machen wir runter. Haben wir. Das ist auch Wiese, auch Wiese. Teilweise sind die Karten auch schon veraltet. Wie sieht das Feld aus? Hier ist doch nichts drauf. Komm, dann lass uns den doch zu 36 fahren. Und dann düngen wir das Feld auch noch. Wenn da oben schon wieder die Meldung kommt. 36. Und wir wollten ja ein bisschen Tiere wegfahren. Dann habe ich was zu tun. So, liebe Leute, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein, hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. Ciao, ciao.